an der weiteren Location angekommen. Ist auch ein altes Wohnhaus. Ist auch mega geil, wenn ihr schaut, ne? Noch überall Einrichtungen am Start. Kühlschrank. Alter Kachelofen. Geile Spüle. Schon krass. Also ich finde es schon mal richtig, richtig geil. Also ist halt ein altes, altes Häuschen, da haben wir noch ein bisschen Gegenstände, die am Start sind. Ja, hier haben wir noch ein bisschen was. Ja, alten Schrank. Das Tricky ist, wenn euch das anschaut, da drüben sind die Nachbarn. Da unten liegen noch Gegenstände rum. Also ist schon ein bisschen durchgewühlt. Ja, leider. Ist schon ein bisschen durchgewühlt hier, aber trotzdem hat es seinen Charme. Also in der Raum hier, der killt mich. Guckt euch die Tapeten an oder hier den alten Kronleuchter. Ich habe immer noch keine Ahnung, wer hier gewohnt hat, aber auf jeden Fall scheint es eine Familie gewesen zu sein, eine Frau oder irgendwas. Hier hat auch noch viele Gegenstände am Start. Krass, krass, krass. Immer ein Dachboden oben. Geil. 1982. Hier sind noch ein paar alte Sachen. Hier hinten ist ein Fahrrad, Keyboard. Schon noch viele Sachen am Start, die privat persönlich sind. Krass, krass. Jetzt geht's hier wieder runter. Es sollten noch andere Häuser drüben sein. Die schauen wir uns natürlich auch an. So. Geht's mal raus und rüber. Krass, alte Fahrräder. Hat jemand Fahrräder gesammelt? So, den Trampelpfad immer entlang. Und dann soll's irgendwie zu einem Fenster wieder reingehen. Da unten? Ja. Ah, haben wir einen Trampelpfad übersehen. Ja. Und hier geht's rein. Mega, schaut euch die Puppe im Klo an. Aber der Wagen hier killt mich auch. Und was auch richtig krass ist, schaut euch das hier an. Das ist ja absolut krass, oder? Ja, ja. Das ist richtig. Das ist der absolute Wahnsinn. Der Jens ist wie immer auch am Start. Dann gehen wir mal die Räume durch. Schon verrückt. Kann man kaum glauben, ne, dass sowas lost ist und ist sowas mitten in Deutschland. Das müsst ihr euch mal überlegen. Also das müsst ihr euch mal so durch den Kopf gehen lassen, dass sowas mitten in Deutschland ist und verfällt. Unglaublich, oder? Krass. Dann gehen wir mal weiter. Da geht's hoch. Hier ist nochmal eine Toilette, seht ihr? Und jetzt? Guckt euch das hier an. Absolut krass, oder? Wahnsinn. Vor allem so viele Details noch. Wenn euch das hier anschaut. Die Sessel hier. Alles noch an Ort und Stelle. Schon krass. Ja, da fragt man sich dann, warum das so ist, ne? Warum sowas letztendlich verfällt. Oder warum es keinen gibt, der im Endeffekt das Erbe antritt. Das fragt man sich dann schon. Und von der Küche kommst du im Endeffekt dann ins Esszimmer, hätte ich gesagt. Ich denke, dass das Esszimmer ist. Schaut euch das an. Was absolut krass ist, ist, hier steht noch ein Flügel. Guckt euch den Flügel an, der steht einfach mittendrin. Alte Nähmaschine.
das Zimmer hier. Krass, krass. Wahnsinn, die alten Bücher. Wahnsinn, so viele Details hier, immer noch, dass man sich hier Stunden aufhalten könnte. Hier Kupferstich, die Dinger sind uralt, aber geil. Krass. Also das hier ist echt Wahnsinn. Hier zum Beispiel das alte Sofa. Dann geht es hier weiter. Das sind dann drei ineinander folgenden Räume, soweit ich das weiß. Krass. Guckt euch das an. Da oben kommt schon die Decke runter, also sieht man, dass der Verfall schon fortschreitet. Aber es ist eine richtig geile Location, muss man einfach so sagen. Das da hinten kotzt mich schon wieder an, dass es irgendwelche Spastis gibt, die dann irgendwas, ja im Endeffekt, sorry für die Ausdrucksweise, hinspülen müssen. Das verstehe ich absolut nicht. Das geht mir nicht in den Kopf. Das muss ich einfach so sagen. Das ist einfach was, ja, was ich nicht verstehen kann. Aber hier wiederum, wenn ihr jetzt das Gegenstück gesehen habt, habe ich euch ja gerade gezeigt, sind noch sehr viele Details am Start. Hier sind noch altes Essbesteck. Auf jeden Fall hier oben hat man noch alte Vasen, Blumen. Dann geht es hier weiter. Das finde ich krass. Das Zimmer hier ist ja richtig krass. Ein komplett lilanes Zimmer. Das ist ein Mädchentraum. Und das Zimmer ist jetzt noch, zum Beispiel noch intakt. Das ist jetzt wieder was Geiles. Deswegen kommt man zum Beispiel zu solchen Häusern. Absolut mega, mega geile Sache. Hier geht es auch noch weiter. Hier sind auch noch mal Räume mit Türen und ähnlichen Geschichten. Und wisst ihr, was das ist? Guckt euch hier das an. Das ist ja richtig krass. Richtig, richtig krass. Und natürlich geht man auf den Lost Place und dann trifft man an Bamberger. Guckt euch an. Der Gassner ist wieder mit am Start. Das war jetzt eigentlich gar nicht geplant, aber wir waren in der Nähe, in der Location und dann kurz telefoniert und dann haben wir gesagt, schauen wir uns die andere gemeinsam an. Dann, wie gesagt, Jens, wisst ihr, der ist immer am Start. Ja, dann würde ich sagen, bis demnächst. Ja, also, so wie wir gekommen sind, verlassen wir das Haus jetzt auch, oder? Das ist jetzt so die vorletzte Location vielleicht. Vielleicht, wissen wir noch nie genau. Auf jeden Fall, die Details sind schon killer. Wenn ihr euch das so anschaut, ist schon krass. Was würde ich sagen? Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Ein Like, ein Kommentar, würde mich freuen. Sagt uns weiter. Bis dann, haut rein. Thank you.